Ich möchte nun zwei Parameter auf dem Vitalmonitor-Portal, die auch in der App sichtbar sind, näher beleuchten. Es sind dies zwei Parameter, die langfristige Trends visualisieren können. Einerseits das biologische Alter oder BioAge und als zweites der HRV-Index. Das biologische Alter ist nichts anderes als die Einordnung jeder Morgenmessung in eine Altersstatistik. Sie visualisiert somit die Belastungsverarbeitung im Längsschnitt. Wir haben dabei uns einerseits der Fachliteratur bedient und andererseits 100.000 Einzelmessungen durchgeführt. Diese Kurve wird über größere Zeiträume geglättet, um momentane Schwankungen von einem zum nächsten Messwert nicht unbedingt als extreme Unterschiede zu zeigen. Das wäre auch nicht logisch. Das biologische Alter steigt oder kann steigen, wenn Belastungen nicht adäquat verarbeitet werden, wenn sich also Belastungen im Organismus aufsummieren, weil ich nicht ausreichend entlaste dazwischen. Diese können natürlich auch wieder abgearbeitet werden im Sinne eines Absinkens des biologischen Alters. Wenn ich ausreichend Regeneration setze, wenn ich meine regenerativen Maßnahmen verstärke und die Belastungen zu den Regenerationen passen, kann dieses Phänomen eintreten und ich kann nicht diese Sinken des biologischen Alters erzielen. Damit ändert sich und verbessert sich auch die Funktion des Organismus im Hintergrund. Es gibt einen Altersverlauf der HRV, die jedoch eine deutliche Schwankungsbreite aufweist. Diesen Zusammenhang haben wir als Basis für die Einordnung hergenommen. Das biologische Alter als Indikator für eine Verbesserung, eine organische Verbesserung bei strukturiertem Training nach einem Urlaub, die Basis des biologischen Alters einer Person, dann ein leichter Anstieg hin zu einem Urlaub, Stress im Vorbereiten des Urlaubes, der Urlaub selbst führt zu einer Entspannung, zu einem Absinken des biologischen Alters und dann eine deutliche Reduktion durch strukturiertes Training, durch strukturierte aerobe Trainingsarbeit. Ein Gegenbeispiel im negativen Sinne, ein Jobwechsel führt zu einem sofortigen, deutlichen Anstieg des biologischen Alters, dann zu einer trendmäßigen Weiteranstieg, kurze Entspannung und dann wieder Anstieg bis hin zu einem krisenhaften Geschehen, hier als Burnout dargestellt. Es kann auch ein Stressindikator dienen, private Probleme, die sich aufsummieren und die Funktion des Organismus im Hintergrund deutlich beeinträchtigen. Hier ist es ein Anstieg des biologischen Alters um in etwa 15 Jahre und dann durch die Lösung dieses privaten Problems eine deutliche Entspannung und deutliches Absinken des biologischen Alters bis zum ursprünglichen Niveau. Das biologische Alter kann auch als Informationsquelle über die Entwicklung der körperlichen Fitness dienen. Unstrukturiertes Training mit einem sehr stabilen, aber hohen biologischen Alter. Dann der Beginn mit aeroben Ausdauertraining. Es sinkt das biologische Alter sehr deutlich ab. Eine kurze Krankheit kehrt diesen Trend kurzfristig um. Die Wiederaufnahme des aeroben Ausdauertrainings führt aber dazu, dass es um insgesamt mehr als 30 Jahre nach unten sich entwickelt hat. Das heißt also, die Organfunktionen im Hintergrund sich deutlich verbessert hat. Der zweite Längsschnittparameter ist der HRV-Index. In unserem alten Portal haben wir es den NP7 genannt. Es ist eine statistische Größe, die die Abweichung der einzelnen RR-Intervalle von ihrem Mittelwert als Schwankungsbreite in Millisekunden darstellt. Das sind objektive Daten, die mit anderen Personen vergleichbar sind. Je größer dieser Wert ist, desto besser. Es zeigt den objektiven momentanen Zustand des Organismus in seiner Funktion oder auch Belastbarkeit. Er wird von jeder Messung errechnet und somit kann er als Vorher-Nachher-Parameter bei Interventionen ebenso genutzt werden. Die Daten werden nicht geglättet, das heißt, sie schwanken von Messwert zu Messwert ohne eine Glättung. Hier ein Freizeitsportler, 35 Jahre alt, bei dem man sieht, dass seine Trainingskonzeption dazu führt, dass er sukzessive eine deutliche Erhöhung dieses HRV-Index erzielen kann, insbesondere ab dem 1. Mai hier ein deutlicher Anstieg der Werte. Dies bedeutet, dass sein Organismus in seiner Funktion im Hintergrund sich deutlich verbessert hat. Im Normalfall geht das mit einer Leistungsentwicklung einher. Ein 40 Jahre alter Freizeitsportler mit einer chronischen Erkrankung. Man sieht, dass seine Werte sehr niedrig sind. Er erreicht kaum 30 Millisekunden Schwankungsbreite, was im Prinzip einen sehr schlechten Wert darstellt. Vor seiner
chronischen Erkrankung gesehen, ist das zu erwarten. Auch hier ab März ein leichter Anstieg. Er hat hier seine Ernährung umgestellt und damit die Funktion seines Organismus sehr deutlich verbessern können. Noch einmal zur Verdeutlichung. Wir haben hier jeweils zwei Verläufe von RR-Intervallen. Wir sehen hier als rote Linie den Mittelwert und als zwei schwarze Linien die Standardabweichung im Sinne einer Schwankungsbreite um diesen Mittelwert. Es zeigt sich, dass der untere Kurvenverlauf deutlich einen höheren HFA-Index aufweist als die Kurve oben. Ein Beispiel zur Trainingsstruktur, auch die kann man hinterfragen anhand des HFA-Index. Der Einstieg in eine Trainingskonzeption mit leichtem Anstieg des HFA-Index, dann zwei Phasen der Stabilisation, bei der diese nach oben Entwicklung, diese Verbesserung trendmäßig auch zu sehen ist und dreimal eine Belastungsaufsummierung über jeweils 3 Wochen, bei denen bewusst dieser HFA-Index nach unten verschoben wird, also eine aufgeschüttete Ermüdung produziert wird, die dann in einer Entlastungswoche oder in einer Stabilisationswoche sich wieder deutlich entspannen sollte. Der HFA-Index noch einmal anhand eines Beispiels aus der Trainingsstruktur, eine gewohnte Struktur, die eher in die falsche Richtung sich entwickelt, das heißt die Belastbarkeit sinkt. Dann die Veränderung der Struktur in einer Umstellungsphase, ein leichter Anstieg und dann ein weiter Anstieg und eine Stabilisation aufgrund der neuen Trainingsstruktur. Diese war deutlich weniger intensiv und beinhaltete mehr regenerative Phasen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.